Ein neues Video. Heute gibt es harte Vorwürfe von Antonio gegen Loreen. Er sagt, yo Leute, dieses Video geht an die größte Fake-Person EU West. Und das ist Punkt, Punkt, Punkt. So ungefähr, ja, ich habe ein bisschen dazu gedichtet, wird dieses Statement ablaufen. Das ist eine krasse Aussage. Es ist ein Nino, den ich ehrlich gesagt so gar nicht kenne. Und was eigentlich die ganze Problematik ist, das besprechen wir jetzt in diesem Video. So, Freunde, nochmal ein kleines, aber feines Temptation Island Update. Ich war die letzten Tage einfach mit meinem Freund unterwegs, habe nur die Sachen hochgeladen, die ich einfach so vorproduziert hatte. Und ich dachte so, wir sprechen jetzt einfach nochmal über so bestimmte Vorwürfe, die im Raum stehen. Ich freue mich auf euer Feedback, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, diskutiert mit mir mit. Vielleicht seid ihr auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, sehr überrascht von allem und auch von diesem Statement von Nino, was wir uns dann angucken werden. Wir gehen aber erstmal ganz kurz auf diese Thematik ein, die überhaupt aufgeploppt ist. Also, es gab ja ein Interview von Loreen und von Adam und da wurde ja wirklich über jeden abgelästert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr schwierig finde. Ich kann euch auch sagen, warum. Man kann natürlich in einem Gespräch schon irgendwie auch mal sagen, wenn es Differenzen mit jemandem gab. Aber es sind zwei Sachen, die ich ehrlich gesagt sehr problematisch finde. Punkt 1 ist, wenn du ein Interview hast als Paar oder auch als Einzelperson, ist ja komplett egal, und in diesem Interview eigentlich fast ausschließlich nur über andere Menschen sprichst, ja, das finde ich schwierig. Wenn du jetzt explizit nur danach gefragt wirst, irgendwie okay, aber auch dann kann man ja mal umschwenken. Aber es ging ja wirklich, also man konnte ja so... Man dachte sich, es gibt hier so eine Reihenfolge, jetzt kommt die Person, die Person, die Person, die Person dran. Und dann irgendwie auch so Dinge, wo ich mir manchmal so denke, was ist denn das für eine Art und Weise? Und damit ziehe ich auch die anderen, beziehe ich die anderen mit ein, sich so gegenseitig mit Dreck zu bewerfen und dann da irgendwie zu sagen, ja, aber die hat das gemacht, da ist angeblich das gemacht. Du kannst irgendwie nichts belegen und es geht generell in der Wahrnehmung von draußen oder nach draußen eigentlich nur darum, dass er mit Dreck wirft und andere Leute in den Schmutz zieht. Also das muss ich sagen, das finde ich ehrlich gesagt sehr schwierig und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde, diejenige, die am wenigsten davon profitiert hat, ist meiner Meinung nach Loreen, weil sie hat damit sicherlich eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Aber ja, die Frage ist, ob man so eine Aufmerksamkeit möchte. Klar hat sie weniger Aufmerksamkeit bekommen in dieser Show, weil sie quasi letztendlich mit die einzige Beziehung hatte, die irgendwie ein Happy End hatte, was ich ihr am Ende auch gönne. Aber ich weiß nicht, ich finde so, das Image ist jetzt ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, ob es daran liegt, dass es ja jetzt schon die dritte Show von ihr ist. Also es ist die dritte Show, man hat sie in diesen anderen zwei Shows irgendwie gar nicht mitbekommen so. Und vielleicht war das jetzt einfach nochmal so der Move, das ein bisschen auszuschlachten, was ja generell auch total legitim ist. Ich meine, deswegen geht man in so eine Show, aber ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen too much. Und habe ja dann irgendwie auch im Nachhinein mitbekommen, dass sie sich darüber aufgeregt hatte, dass es irgendwie so ein bisschen falsch dargestellt wurde oder dass sie sich missverstanden fühlt. Keine Ahnung, ich blicke selber schon gar nicht mehr durch. Auf jeden Fall hat sich dann Nino geäußert und Nino hat auch echt krasse Sachen rausgehauen, wo ich auch wieder sagen musste, wo ich mir dann so denke, so Alter, also erstmal habe ich ihn ganz anders wahrgenommen als in der Sendung, so voll aggro und irgendwie auch so von seinem Slang, wie er so spricht, der yo, heute rede ich über die krasseste Fake-Person, die es gibt und das ist Loreen, ja, ich so dachte, wer ist das, ja, also ich habe ihn so nicht wahrgenommen und auch da finde ich es generell irgendwie legitim, sozusagen so, ey, pass auf, ich finde das uncool oder ich finde das uncool und warum macht sie dies, warum macht sie jenes irgendwie, ja? Also ist auch alles legitim, aber da wurden auch wieder Redewendungen oder Worte verwendet, wo ich dann so sage, muss jetzt nicht unbedingt sein, weil man muss sich auch immer die Frage stellen, was tut es einem selbst? Ja? Wisst ihr, was ich meine? Das rede ich auch schon so. Wir gucken uns erstmal an, was Nino über Loreen zu sagen hatte. So, und das geht an die größte Fake-Person, die ich jemals gesehen habe. Liebe Loreen, du kannst nur Sachen über andere Menschen erzählen, sitzt selber im Glashaus, aber ich pack gerne aus. So, das erste Date, was ich hatte mit der Loreen, da wurde ich nochmal drum gefragt, ob ich die Rose von ihr annehme, weil sie davor jemand anderen die Rose gegeben hat und zu jeder vergebenen Frau gesagt hat, keiner sollte mich wählen, ich wäre eine Fake-Person, ich würde Show machen. Und sie war dann die Person, die mich gewählt hat für das Date, hat dann zu mir gesagt in der Sendung, komm, lass uns eine Show abziehen, lass uns ein bisschen Reichweite produzieren, hin oder her. Ich habe es nicht mitgemacht, ich habe ihr auch gleich gesagt, auch auf dem Date habe ich gegen sie geschossen. Natürlich war diese Frage immer noch nicht von mir, was ist dein peinliches Erlebnis, so stelle ich es gar nicht. Und ja, wartet noch, es geht weiter, weil gleich hört diese Minute hier auf. Was soll ich sagen? Was ist mit diesem Rosenöl passiert? Was ist damit passiert? So, ich habe ihr dann mit diesem Öl ihre
schönen Füße einmassiert. Sie hat mir dann meine schöne Oberschenkel einmassiert. Auf dem Date, das wurde natürlich nicht gezeigt, weil die Frauen dürfen anscheinend massieren. Die vergebenen Männer dürfen nicht einmassiert werden, was ich sehr merkwürdig finde in der ganzen Sendung. Ich habe es auch dazu gebracht, dass sich Lorraine und Tatum da hingelegt haben und wir haben so ein Massagespiel gespielt. Jeder durfte die mal einmassieren da auf der Liege. Ich war der Einzige, der mir das ganze Spektakel mit der Sarah angeschaut hat. Und ja, das sind so Sachen, wo ich mich frage, warum zeigt ihr sowas nicht Temptation Island? Warum zeigt ihr nicht, dass die Lorraine einen von uns Verführern zu Hause ausgezogen hat, weil sie wirklich war und immer sehen wollte und das war ihr einziges Ziel, immer auf anderen Leuten Trash zu produzieren. Der arme Junge übrigens, der ist 3 Tage in sein Zimmer verschwunden und wollte nicht mehr rauskommen, weil du ihn vor allen Leuten ausgezogen hast. Der hat sich so geschämt und ich hoffe, das wird alles noch gezeigt und Temptation Island so. Ich habe mich jetzt ein bisschen abgeregt. Es ist einfach unglaublich. Dieser arme Junge, 3 Tage wollte nicht mehr rauskommen. Sie hat ihn die ausgezogen. Vor allen Leuten, ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt noch dafür entschuldigt hat, hat noch darüber gelacht, ja. Dann hat sie niemanden gefunden, irgendwann hat sie sich dann den Kevin geschnappt, das war dann, sorry Kevin, du warst dann ihr Schoßhündchen, mit dir wollte sie dann so ein bisschen Show machen, ja. Oh, du bist schon mein Typ, Mann, und so, das war einfach ihr ganzes Ziel gewesen. Deswegen schießt sie jetzt gegen alle, sogar gegen ihre beste Freundin da in der Villa, gegen Tatum. Tatum ist auch eine super Frau. Ich habe mit ihr nie Probleme gehabt und jetzt schießt sogar Lori gegen Tatum. Sie ist so traurig. Die Tatum hat auch wirklich von dir hat sie sich so blenden lassen und hat sich da mitziehen lassen. Deswegen hat auch die Tatum keinen richtigen Kontakt gehabt mit Charlene und Sarah in der Villa. Wegen dir, Lorraine. Du hast die Menschen da, wolltest du manipulieren. Nur mich kannst du nicht manipulieren. Du kannst andere Leute manipulieren, mich nicht. Ja, also ich kann mich auch da jetzt am Ende irgendwie nur noch wiederholen, ich finde es legitim zu sagen, pass auf, da ist dies und das und jenes gewesen. Und es ist auch komplett okay, irgendwie auch mal Sachen zu erzählen aus der Sendung, wo man sagt, ja, dies, das, jenes ist noch passiert, es wurde nicht gezeigt. Und ich finde auch nicht, nochmal, ich möchte jetzt ja auch nochmal betonen, ich finde jetzt auch nicht, dass man jeden nur loben darf und dass man irgendwie auch nichts Kritisches sagen darf. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man das sagt, wo man das sagt und generell auch in welchem Rahmen. Also wie ich auch einleitend schon gesagt habe, das, was er jetzt gerade gesagt hat, mag vielleicht inhaltlich richtig sein, so I don't know, ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dabei, es ist auch nur eine Behauptung. Das kann man halt auch nicht belegen, das finde ich halt auch immer schwierig, wenn man generell Sachen rausposaunt, die man nicht irgendwie belegen kann. Und dann halt auch immer so die Frage, welcher Rahmen das ist. Er hat es in seiner Instagram-Story gemacht, das ist irgendwie komplett okay, aber gerade bei Lorraine fand ich das schon sehr schwierig, dass sie da einfach sich in ein Interview setzt oder irgendwie nur ablässt und dann sitzt der Freund da irgendwie wie der Adam da und ich dachte mir so, Alter, was ist das hier? Ich muss wirklich sagen, ich fand es sehr unangenehm, ich fand es sehr peinlich, ich fand die gesamte Situation echt strange und bin jetzt mal gespannt, wie das irgendwie weitergeht, weil ich irgendwie auch finde, ich weiß nicht, also da geht doch jetzt irgendwie niemand positiv raus, außer vielleicht Sarah, aber alle anderen, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, so, ja, sie haben jetzt irgendwie nochmal Aufmerksamkeit generiert, aber das war es halt irgendwie auch. Und wisst ihr, was richtig krass ist? Ist euch mal aufgefallen, dass ja noch dieser eine Philipp dabei war? Das fällt mir gerade ein. Ich glaube, der war bei der Bachelorette. Philipp war bei der Bachelorette. Er ist dann so als Granate nachgerückt bei Temptation Island. Ist euch mal aufgefallen, dass er weder ein Statement abgegeben hat, noch dass er in irgendeiner Art und Weise Sendezeit hatte in der Show, was ich irgendwie schon fast strange finde, weil er wurde ja so als Granate angekündigt, ist dann gekommen und er fällt komplett hinten runter. Und wenn ich mir diese Folge angeguckt habe, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich ihn irgendwo im Hintergrund gesehen habe. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Vielleicht kommt jetzt noch was nach diesem Video von ihm. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bye.